Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Ich muss schnell ein paar Schritte zurückgehen, weil ich werde schon wieder attackiert von diesem scheiß Dreckshund da, der mich unbedingt fressen will. Alter, der trifft mich sogar. Keine dein Ernst sein. Dieses elendige Mistviech, dieses elendige. Das kann ich echt nicht sein. Ist ja nicht zum Glauben, sowas. Ich muss mal weg. So. Servus. Hey, du schreckst mir die ganzen Viecher auf. Du bist wohl nicht oft in der freien Natur unterwegs, was? Nein, Xardas, tut mir leid. Nein, warum interessiert dich das? Warum interessiert dich das? Warum interessiert dich das? Ich will nur wissen, ob du mir in die Quere kommst. Das hier ist mein Jagdrevier. Solange du mir meine Beute nicht abspenstig machen willst, betrachte ich dich als meinen Gast. Und wenn ich es mir recht überlege, können wir vielleicht sogar voneinander profitieren. Natürlich nur, sofern dich meine Waren interessieren und du bereit bist, sie gegen ein paar Splitter einzutauschen. Ja, können wir gern drüber reden. Du bist Jäger? Du bist Jäger? Natürlich. Was sollte ich sonst hier draußen? Aber wenn dich die Berserker geschickt haben, Geron geht nicht wieder zurück in die Stadt. Warum nicht? Ein Leben unter dem Schutzmantel von Goliath ist ungefährlicher, aber hier bin ich mein eigener Herr. Also, was ist jetzt? Bist du nur hier, um zu quatschen? Was jagst du? Ein Berserker wurde ermordet. Was jagst du? Was jagst du? Ich jage alles, was mir vor den Bogen kommt. Aber warum interessiert dich das? Brauchst du eine Lehrstunde, wie man jagt? Das kann ich immer gebrauchen. Ein Berserker wurde ermordet. Fangen wir damit an. Ein Berserker wurde ermordet. Ach, wen hat es denn erwischt? Sein Name war Askor. Kennst du ihn? Sein Name war Askor. Kanntest du ihn? Askor? Du meinst diesen intellektuellen Schnösel? Ja, den kenne ich. Nur weil er lesen konnte, hat er uns einfache Leute immer behandelt wie Dreck. Der alte Warlord Ragnar hat ihm alles durchgehen lassen, als ich noch in der Stadt war. Ragnars Liebling, sag ich dir. Den geht man besser aus dem Weg. Aber er ist tot, sagst du, ja? Naja, auch gut. Du bist recht stark für dein Alter. Boah, wie gemein. Warst du schon mal in dem Waldstück direkt vor Goliath? Womit jagst du eigentlich? Bogen, hat er gesagt. Wann warst du das letzte Mal in der Gegend von Goliath? Machen wir von oben weg, oder? Du bist recht stark für dein Alter. Immer an der frischen Luft. Das weckt Kräfte und Geron bleibt gesund. Warst du schon mal in dem Waldstück da? Warst du schon mal in dem Waldstück direkt vor Goliath? Es gibt keinen Ort von Edan, wo ich noch nicht gewesen wäre. Ich sag dir, das Fleckchen Erde hier unten ist für die Jagd am besten. Womit jagst du? Womit jagst du eigentlich? Es gibt nur eine einzig wahre Waffe für die Jagd, der Bogen. Alles andere gehört in die Schlachterei, aber nicht ins Jagdrevier. Wann warst du das letzte Mal in der Gegend um Goliath? Wann warst du das letzte Mal in der Gegend um Goliath? Ich bin schon seit Wochen nicht mehr dort gewesen. Wie viele Wochen genau? Etwa vor 2 Monaten. Hey, verhörst du mich hier etwa? Ja, aber du kannst der Mörder von Askor nicht gewesen sein. Ach ja? Und wie kommst du darauf jetzt so plötzlich? Du benutzt deinen Bogen. Askor wurde mit dem Schwert getötet. Mhm. Aha, na dann. Dann lass gefälligst diese dämliche Fragerei, klar? Du scheinst dir auf dein Jagdgeschick viel einzubilden. Du scheinst dir auf dein Jagdgeschick viel einzubilden. Natürlich. Nenn mir nur einen Typen, der hier draußen mehr erlegt hat als ich. Mit dem Bogen bin ich unschlagbar. Von Geron lernen heißt vom Besten lernen. Hm. Auch wenn nicht jeder dieses Geschenk zu würdigen weiß. Worauf willst du hinaus? Ich bin besser als du. Was? Na, worauf willst du hinaus? Worauf willst du hinaus? Ach, nicht so wichtig. Außerdem war es ja auch zum Teil meine Schuld. Jetzt rück schon raus mit der Sprache. Immer diese Ungeduld. Dann sperr die Ohren auf.
Vor ein paar Tagen war ich mit Lennart auf Jagd. Auch wenn ich bis heute nicht weiß, was mich geritten hat, ihm das Jagen beizubringen. Jedenfalls haben wir einem Rudel Raptoren nachgestellt. Der Junge hat sich dabei allerdings so ungeschickt angestellt, dass wir bald die ganze Meute am Hintern hatten. Oh. Entkommen sind wir zwar, aber seitdem lauern uns die Viecher auf und streunen in der Nähe herum. Mhm. Das ist natürlich schlecht. Dann solltest du dich drum kümmern. Ich hätte sie schon längst zur Strecke gebracht. Wow, na, das obere. Dann solltest du dich darum kümmern. Alleine auf Raptorenjagd? Du bist noch grüner hinter den Ohren, als es den Anschein hat. Man muss verflucht auf Zack sein. Die Burschen sind gefährlich und können einen arg in Bedrängnis bringen. Denn wenn die Biester nicht bald das Weite suchen, muss ich wohl doch Hilfe aus Goliath holen. Wegen den Raptoren. Bring mir was bei, zeig mir, was du hast. Ich würde sagen, das obere noch. Wegen der Raptoren. Warum jagen wir sie nicht gemeinsam? Die erledige ich im Alleingang. Hast du ihre Fährte schon aufgenommen? Ja. Hast du ihre Fährte schon aufgenommen? Wie gesagt, sie lauern in der Nähe und wechseln ständig ihre Position. Aber wenn ich die Zeichen richtig deute, halten sie sich derzeit westlich von hier auf. Warum jagen wir sie nicht gemeinsam? Warum jagen wir sie nicht gemeinsam? Ich gehe nur mit Leuten auf Jagd, denen ich vertrauen kann. Mein Nebenmann muss die Stellung halten, wenn's brenzlig wird. Noch einmal so einen Reinfall wie mit Lennart kann ich mir nicht erlauben. Ja, du kannst dich auf mich verlassen. Oh Gott. Du kannst dich auf mich verlassen. Nein, Geron vertraut dir nicht. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Sicher. Überleben hat er auch, okay. Kann man da mal eh nichts machen. Leider. Aber interessant wäre halt dann schon guter Esser zum einen, beziehungsweise Rüstung wäre noch besser. 5, 20 Punkte würde man brauchen. Na gut. Wie viel hätten wir? Stufe aufgestiegen haben wir noch nicht, ne? Das dauert. Ja, das dauert. 6 hätten wir. Ist jetzt auch nicht unbedingt die Welt. Und wer bist du? Lennart. Und du bist? Ich bin Lennart, seines Zeichens angehender Meisterjäger. Zumindest wenn Meister Geron mir gezeigt hat, wie ich mit den großen Exemplaren fertig werde. Du verstehst dich also auf die Jagd. Sagen wir, ich übe noch und feile an meiner Jagdtechnik. Aha. Und was ist mit dir? Kennst du dich in der Wildnis aus? Ich bin hier geboren worden. Nein, ich bin hier der geborene Jäger. Nein, ich bin die Wildnis nicht gewohnt. Überhaupt nicht. Ich bin die Wildnis nicht gewohnt. Nicht jeder von uns ist dazu berufen, ein Meisterschütze zu werden. Aber je länger du dich hier aufhältst, umso mehr wird die Natur dich lehren. Zumindest sagt mein Meister das immer. Wer weiß, vielleicht kannst du von ihm auch noch etwas lernen. Ich hoffe es. Was hast du als letztes gejagt? Naja, Meister Geron und ich haben ein paar Viechern aufgelauert, die uns auf die Pelle gerückt sind. Wir konnten sie aufscheuchen, aber haben nur einen Teil von ihnen mit Pfeilen behaken können. Gerade als ich dachte, ich hätte den Rudelanführer im Visier, ist mir der Bogen aus der Hand geglitten. Mei. Wie hast du das denn fertiggebracht? Ich bin unglücklich gestolpert. Da habe ich mich wohl nicht besonders schlau angestellt. Jedenfalls haben die Biester dann Jagd auf uns gemacht. So viel dazu. Ja, toll. Hast du deinen Bogen zurückgelassen? Natürlich, ich habe sofort die Beine in die Hand genommen, als wir attackiert wurden. Oh je. Dass man seine Waffe nicht zurücklässt, hat mir ja keiner beigebracht. Mei. Wenn du überleben willst, ist das die Grundvoraussetzung. Jetzt weiß ich das auch. Aber wenn dich so ein Vieh allein mit den Augen frisst, naja. Bist du denn zufällig noch länger hier in der Gegend? Meister Geron wollte mir bei der Suche nach meinem Bogen nicht helfen, aber mir wäre schon daran gelegen, ihn wiederzubekommen. Ich habe schließlich keine Ahnung, wie man einen neuen herstellt. Die Materialien zur Herstellung findest du in der Gegend. Ich ahne, was du von mir verlangst. Geron wird seinen Grund gehabt haben. Ich weiß, was du verlangst.
Ich ahne, was du von mir verlangst. Du machst das also? Du bringst mir meinen Bogen zurück? Ja. Das habe ich nicht gesagt. Aber du hast es sicher in Erwägung gezogen. Wenn du mir also hilfst, werde ich meine Beute mit dir teilen. Außerdem hast du mir damit aus der Patsche geholfen. Das ist viel mehr wert. Wo hast du ihn denn verloren? Wo genau hast du deinen Bogen verloren? Es ging alles so schnell. Darum kann ich mich an die genaue Stelle nicht mehr richtig erinnern. Auf jeden Fall war es weiter im Norden, unterhalb Goliaths, in der Nähe der Felsen. Das ist keine große Hilfe. Naja, vielleicht hilft es dir, dass die Biester, die dort waren, mittlerweile weitergezogen sind. Das macht die Suche weniger gefährlich. Aber wenn mir noch etwas einfällt, lasse ich es dich wissen. Wie schön. Ich treibe deinen Bogen wieder auf. Wenn du das tust, dann ist dir mein ewiger Dank sicher. Außerdem gebe ich dir neben meiner Beute noch ein paar Splitter. Oh, und das muss natürlich unter uns bleiben. Ich will nicht, dass Geron etwas davon mitbekommt. Wenn ich meinen Bogen erst einmal zurückhabe, wird er sich damit schon abfinden. Also quatsch ihn am besten nicht darauf an. Ja. Toll. Da wird er sich freuen. Den haben wir nicht mehr mit. Ach, du Heilige. Okay, das fällt alles unter Diebstahl, da nehmen wir nichts weg. Gut. Das hätten wir mal. Das ist wieder speicherungswürdig. Halt, falscher Speicherpunkt, glaube ich. Ja, genau, den brauchen wir. So, ja. Muss ich gerade mal nachziehen, wie viel Parts ich schon hatte. So. Wird auch der letzte sein für heute. Die Pfeile würde ich liebend gerne mitnehmen. Wenn das geht. Super. Den Setzerbrot nehmen wir auch mit. Da wäre noch ein Pfeil, aber der geht wahrscheinlich. Jawohl, warte. Man muss nur weit genug wegstehen. Ich hatte ihn doch gerade. Jetzt. Super. Da hat wohl jemand das Bogenschießen geübt. Apropos Bögen und Pfeile. Ich brauche was. Zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du hast. Ich hätte wahnsinnig gerne Pfeile. Weil in der Reihen. Trophäe in der Reihen, nicht zum Verzehr geeignet. Mhm. Super. Drüsen. Die sind aber sehr teuer. Holzpfeilchen. Ja, das wäre super. Wie viel nehmen wir denn? Ich kann mir gar nichts leisten. Ich muss das was verkaufen. Aber was? Irgendwelche Trophäen wären super, wenn wir die verkaufen könnten. Krallen zum Beispiel. Da würde ich sagen, können wir mal 10 hergeben. Die Zähnchen würde ich sagen, können wir 20 hergeben. Knochen 10. Tja. Drohbrief. Nummer 2 weg. So, ich glaube, dann können wir ein bisschen was einkaufen. Holzpfeilchen 81. Nehmen wir wieder 80. Passt. Jo. Passt. Okay. Sein Bogen wäre. Muss ich kurz die Quest suchen? Da haben wir sie. Ah, der wäre hier. Gar nicht weit weg. Können wir probieren. Vielleicht schaffen wir das Leben dorthin. So.
Was ich noch schnell schauen wollte, ob es hier vielleicht einen Teleportstein gibt. Oh mein Gott, was ist denn das? Unhold. Na, gute Nacht. Na, super. Ich hoffe, ich kann den ausweichen. Das wäre mir gerade sehr lieb. Weil den glaube ich nicht, dass ich besiegen kann. Ein Unhold. Na, großartig ist das echt. Was haben wir denn da? Ich glaube, das können wir klasse abbauen. So. Jawohl. 20 Elixit und Wiesenkraut. Dann müssen wir weiter darüber. Dem Unhold sind wir super ausgewichen. Aha, was ist hier? Hier war auch mal ein Lager. Aha. Ein bisschen Elixit. Spielzeugauto. Kann man, glaube ich, stehen lassen, so. Oh, Mutantenkraut, das nehmen wir auch gern mit. Ich hoffe, dass dieser Unhold da nicht lang geht. So, den Bogen müssten wir jetzt auch gleich gefunden haben. Da unten. Warum steht da jemand? Es ist niemals einfach, nicht wahr? Ui! Jetzt habe ich das... Okay. Wenn ich schnell genug bin, kann ich es schaffen. Warte kurz, ich darf nur keine Waffe ziehen, da liegt nämlich der Bogen. Also schnell hin, Bogen holen und abhauen. Das könnte funktionieren. Ich esse mal was. Und trinke einen Schluck. Da ist er. Nimm! So, und jetzt nix hier weg. Alter, nimm die Beine in die Hand. Nix hier weg. Da ist der Unhold wieder. Kann man hier was mitnehmen noch? Perfekt, da ist noch was. Nimm mit. Mann, da lässt sich immer bitten. Komm, die Deppen. Na, die drehen schon. Puh, Glück gehabt. So. Jetzt wieder ein Stückchen hochfliegen. Ich möchte dem Unhold da gern ausweichen. Alter, also der Bengel kann jetzt was von uns erleben, ne? Findest du dich beruhigt? Die Viecher sind weg. Genau, dafür sind zwei andere Deppen da. Alter, dieser Lennart. Da schau, was wir haben. Hier, dein Bogen. Und in einem Stück? Sehr gut. Ich hätte Wochen gebraucht, um einen neuen anzufertigen. Du hast mir viel Arbeit erspart. Jetzt kann ich mich wieder auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Boah, der kehrt auch was. Das ist für dich. Arschloch. Du bist ein guter Kerl. Danke nochmal. Ach, Hupfingatsch. Echt. Unfassbar. Hat er nicht gesagt, die Viecher sind nicht da und er kann keinen, er weiß nicht, wie man einen Bogen macht? So ein Lügen. Boah, ey. Na, da könnt ihr manchmal über den Hals kriegen, echt. Nicht aufregen, ist ja nochmal alles gut gegangen. Und wer du? Hat dir erlaubt, Lennart seinen Bogen wiederzubringen? Er brauchte ihn, also habe ich ihn geholt. Das war dumm von dir. Jetzt lernt er seine Lektion nie. Ich muss es leider so deutlich sagen, aber mit euch Fremden hat man nichts als Ärger. Hä?
Er hat ihn versteckt, oder was? Wegen der Raptoren. Die erledige ich im Alleingang. Dann setz mich noch schnell als deinen Erben ein. Egal wie stark du sein magst, das ist nicht nur gewagt, das ist lebensmüde. Lass dich überraschen. Ja, was soll man machen? Geht eh nicht anders, ne? Oh Mann. Ich habe nur keine Ahnung, ob wir die wirklich machen sollen. Aber ich glaube, mit unserem Bögelchen hat man sogar eine Chance, ne? Aber das werden wir erst im nächsten Part herausfinden und somit in meiner nächsten Aufnahmesession, denn für mich ist heute Feierabend. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!